deinen schwachen Magen wirst du dieses Video vermutlich nicht sehr gut vertragen. Bist du noch keine 18 Jahre alt, dann bist du zu jung, tut mir leid. So, hallo, da sind wir wieder, Silent Hill 3. Wir sind, wo sind wir denn? Im Souvenirgeschäft im Lakeside Amusement Park. Ein Ort, den wir noch aus unseren Träumen am Anfang des Spiels kennen sollten, wenn wir aufgepasst haben. Und hier gibt es ein paar nette Sachen zu finden. Letztes Mal haben wir hier einen Schlüssel gefunden für die Achterbahn, die uns auch noch bekannt sein sollte, denn die hat uns aus unserem wunderschönen Albtraum gerissen. Mal schauen, was diesmal passiert, wenn wir dorthin gehen. Denn das ist ja scheinbar unser Ziel, wenn wir schon so offensichtlich den Schlüssel in die Hände gelegt bekommen. So, ist hier noch irgendwas? Ich denke mal nicht. Und wenn hier noch irgendwas ist, dann kann ich fürs erste Mal darauf verzichten, glaube ich. Und ich würde sagen, wir begeben uns schnurstracks einfach zur Achterbahn. Der Weg dahin, den kenne ich noch ungefähr. Das ist im Prinzip immer gerade durch. Und dann hier so, glaube ich. Und dann hier rauf. Das sieht ja alles schon sehr bekannt aus. Und mal schauen, was uns dieser Schlüssel jetzt ermöglicht. Mal schauen, vielleicht können wir jetzt hier rein. Ich habe den Achterbahnschlüssel benutzt. Ja, wir können hier rein. Und hier haben wir zwei Gesundheitsdrinks. Und einen Schalter. Das muss ein Gerät sein, um die Achterbahn zu steuern. Aber ich weiß nicht, wie es funktioniert. Da ist ein Schalter auf der linken Seite. Okay, ich würde gerne den Schalter betätigen. Auf der linken Seite. Muss ich ganz nach links gehen, oder was? Hier? Das sieht aus wie die... Sie ist noch eingeschaltet. Ah ja. Wirst du sie ausschalten? Ja. So, und jetzt sollten wir ja unsere Traumsequenz sicher wiederholen können. Denke ich mal. Vorausgesetzt, ich fall in meiner Übereifrigkeit nicht die Schienen runter. Ja, das sind diese Teile, bei denen einem die Steuerung irgendwie ein Bein stellt. So. Und hier... Oh, was passiert? Tja, da treffen wir einen alten Bekannten wieder. Oh. Aber erstmal Cutscene. I hired you to find the girl, and you performed serviceably. What is it now? You lied to me about Heather, lady. I don't like being used. Lie? What lie? That Heather was kidnapped. But it's true. She was originally one of us. That man, Harry Mason, stole her away and kept her hidden from us. Yeah, but she says she was happy. She was brainwashed by him. Deceived, because her true self had not yet awoken. She carries God within her. But when a lesser mother of God truly awakens... Yeah? What's gonna happen? She will usher in the eternal paradise. What kind of place is that? A place with no pain, no hunger, no sickness, no old age. There will be no greed or war, and all will live by God's grace alone. No this, no that, no nothing. A paradise?
For castrated sheep, maybe. Sounds pretty boring. I pity you. You still don't understand. You're going to kill me? Is it really so easy for you? I've done it before. Then I truly do pity you. Ja, da haben wir ja wieder ein bisschen was an Hintergrundinfos bekommen. Und wir haben unseren Sturz überlebt. Der war ja auch, die Distanz war ja auch nicht sehr hoch, wie wir hier gerade sehen. Ist eher verwunderlich, dass sie nicht auf beiden Beinen gelandet ist. Naja, es ist doch ein bisschen weiter entfernt von den Schienen, aber ja, so wäre unser Albtraum am Anfang vermutlich weitergegangen, wenn wir nicht aufgewacht wären, aus welchem Grund auch immer. Und das Spiel wäre um einiges kürzer gewesen, denn wir hätten alles, was bevor vor dem jetzigen Zeitpunkt passiert ist, überspringen können. Aber das wäre ja auch Fahrt. Das ist ein Schild, es ist nichts drauf geschrieben. Da sollte wohl die Wartezeit oder so drauf stehen. Und wir stehen hier vor dem Borley Haunted Mansion. Das ist ein Spukhaus, scheinbar. Da gehen wir mal rein. Da kann ja nur Gutes hinter der Tür liegen. Hier ist ein... Ich würde mal sagen, das soll so eine Warteschlangen... so ein, weiß nicht, wie man das nennt, wo sich halt Leute so um die Ecke in der Schlange anstellen und so. Soll das darstellen. Und hier haben wir einen Save Point, obwohl eigentlich seit dem letzten Save Point nicht viel passiert ist. So. Und ich würde sagen, wir betreten ganz einfach mal das Spukhaus. Und lassen uns ein bisschen erschrecken. Welcome to the Borley Haunted Mansion. We're so glad you came. Please come inside and look around. When you feel you're ready, then go through the door. Willkommen in unserem Spukhaus. Wir haben viele spannende Sachen für Sie vorbereitet. Und freuen uns, dass Sie gekommen sind, um uns mit Ihrem Besuch zu beehren. Help! Help! Oh, der Enthusiasmus. Do you hear those voices? A family of four was sliced into bloody pieces in this room. Oh, the cries of the children. The murderer was caught. Do you know why he said he killed his family? Because I felt I had to! Anyway, I'm lying. It's all just a joke. I wanted to scare you, that's all. The truth is, only one person died by suicide. Ja, das ist schon ziemlich witzig hier. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal in den nächsten Raum. Es ist, man kann leider nicht erkennen, was auf den Bildern sein soll. Das rechte könnte, kann man eigentlich nicht sagen, irgendein verzerrtes Gesicht sein, aber mal schauen, was hier auf uns wartet. Oh, hat hier wohl einer der Zombies aus Resident Evil einen Gastauftritt? Wir werden es gleich sehen. That's Danny. A quiet young man, but quite friendly as you can see. He was so eager to meet you. His hometown is New Orleans,
But he came here after first losing his way. Oh, maybe you might know. Where is the path to heaven? So, das war ja auch ganz nett. Mal schauen. Krass, das ist echt. Da hängt eine richtige Leiche. Ich glaube kaum, dass das als Teil der Attraktionen gedacht war. Und der nette Mann da in seinem Sessel, dem wird auch nicht fad. Der kann den ganzen Tag schön vor sich hinschaukeln. Und wir gehen mal weiter. Sometimes the floor suddenly gives way. And beneath, I'm so sorry, this place is just falling apart. The mechanism is broken, you see. It wasn't supposed to stop there, I assure you. Ah, herrlich. Here's the exit. I hope you enjoyed your tour. Please come back anytime. Or if you'd prefer, we could come and visit you instead. So, wir gehen hier raus. That was supposed to be the exit, but it seems that no one wants you to leave. Everyone really likes you. They want you to stay with them forever. I have to agree with them. Don't be afraid. Dying is much easier. So, ja. Wow, das ist noch immer da. Ja, wir werden jetzt von einem seltsamen roten Licht verfolgt und ich weiß zwar nicht genau, was passieren wird, wenn wir es berühren, aber ich denke, man kann sich's ausmalen und ich bin nicht unbedingt neugierig darauf, das herauszufinden, also verpissen wir uns und wir sind draußen und laufen natürlich gleich vielen schönen Monstern in die Arme. Wunderbar. So, was gibt hier? Ist hier irgendwas? Nein. Nein. Nicht runterfallen. Verpiss dich. Nein, weg. Okay. So, hier scheint es weiterzugehen. Ja. Und natürlich wieder Monster. Oh, ein Hund. Wunderbar. So, hier ist ein Monster. Und da ist ein Karussell. Können wir hier rein? Nee. Und was gibt's am Karussell? Jetzt ist keine Zeit, um mit diesem Zeug herumzuspielen. Und hier schaust du was an. Diese Säule hier, könnte das nicht funktionieren? Ja, um das zu verstehen, sollte man erstmal zu dieser Tür gehen. Die Tür scheint nicht verschlossen zu sein, aber ich krieg sie nicht auf. Ob sie eingerostet ist? Ich schaff's nicht, sie zu bewegen. Wie sehr ich auch ziehe, töt mich nicht. So, ich muss mal hier kurz Vorräte. Eieiei, diese Hunde immer. So, das heißt, wir suchen mal eine andere Tür, zum Beispiel die hier, wo auch wunderbar viele Monster auf uns warten und wir gehen einfach geradeaus durch. Und hier ist es schön ruhig. Und hier finden wir auch einen Gesundheitsdrink, Schrotpatronen. Finden wir hier noch irgendwas? Ah, eine Kette. Tja, und was wir mit dieser Kette machen, das werden wir bald herausfinden, nachdem wir uns hier auf der Bühne umgeschaut haben. Hier ist aber nichts außer ein roter Schuh. Ich habe einen roten Schuh. Den werden wir uns mal näher anschauen. Ein Schuh, blutrot. Er war über der Bühne. Selbst wenn ich wollte, wäre er mir zu klein. Kette, sie hat Haken an beiden Enden. Sieht jedenfalls ziemlich kräftig aus. Nein, wir wollen sie nicht kombinieren. Was wir mit dieser Kette machen, das schauen wir uns beim nächsten Mal an, würde ich sagen. Und auch was wir mit dem Schuh machen, hoffentlich. Bis dennsen.